Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr mittlerweile bestimmt alle wisst, bin ich gerade umgezogen und hatte durch den Umzugsstress die letzten 2 Wochen leider keine Zeit, Animal Crossing zu spielen, geschweige denn Videos davon aufzunehmen und diese auf YouTube zu posten. Aber umso mehr freue ich mich, dass jetzt alles soweit getan und fertig ist und ich euch wieder Videos drehen kann. Und weil ich so lange weg war, haben sich natürlich auch ein paar Sachen auf meiner Insel angestaut, die ich erledigen muss. Und während ich das mache, erzähle ich euch halt einfach ein bisschen, was so alles passiert ist, während ich weg war und kommentiere nebenbei das Geschehen. Also viel Spaß beim Video. Ich habe es immerhin schon geschafft, meine Insel ein wenig von entstandenem Unkraut zu befreien. Allerdings habe ich mir für heute vorgenommen, mal mit meinen Bewohnern zu sprechen, weil die einfach schon lange nichts mehr von mir gehört haben und ich ja die Freundschaft zu meinen Bewohnern stets aufrechthalten möchte. Und da haben wir schon meinen Lieblingskandidaten, Garrett. Er sieht wie immer wahnsinnig süß aus und ich feiere sein Outfit total. Wenn ihr mit einem Bewohner so 2-3 Mal sprecht, kann es sein, dass er euch eine Aufgabe gibt. Zum Beispiel hat er ein Geschenk für jemanden oder er hat sich bei jemandem was ausgeliehen und es noch nicht geschafft, das zurückzubringen und bittet euch dann, das jeweilige Geschenk auszuliefern. Das ist mir hier gerade mit Garrett passiert. Er hat sich was bei Annette geliehen und hat Angst, dass sie böse auf ihn ist. Deswegen fragt er mich, ob ich es ihr zurückbringen kann. Wenn ihr das dann erledigt, ohne das Geschenk auszupacken, by the way, dann bessert das die Freundschaft zwischen dir und dem gewünschten Bewohner. Und ich finde es super, dass mir das gerade mit Garrett passiert ist, weil er relativ neu ist und ich liefere gerne seine Sachen für ihn aus. Während ich das mache, erzähle ich euch ganz kurz von dem neuen Klatsch auf meiner Insel, denn es hat sich wohl doch einiges verändert, als ich umgezogen bin und eine Weile weg war. Wie wir alle wissen, steckt Gunnar für immer in der Friendzone mit Yoshino. Und ich war immer schon richtig traurig für ihn. Aber ich habe neulich in seinem Namen ein Geschenk an Misuzu ausliefern müssen und er sagte mir, sie würde super daran aussehen und sie hat sich mega über das Geschenk gefreut. Ganz ehrlich, sie sah ganz, ganz schlimm in diesem Sportoberteil aus. Ich weiß nicht, was Gunnar sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall hat es jetzt den Anschein, als würden sich Misuzu und Gunnar näher kommen, was eigentlich okay für mich ist, weil die beiden super gut zusammenpassen. Ich meine, sie haben eigentlich einen super Stil, bis auf dieses Sport-T-Shirt, wie gesagt. Beide sind sehr wortgewandt und kulturell interessiert, deswegen würden sie gut zusammenpassen. Ich habe trotzdem immer Yoshino und Gunnar heimlich geschippt, weil ich dachte, dass Yoshino einfach so ein bisschen eine frische Brise in Gunnars Leben darstellt, weil er ja wirklich manchmal ein bisschen spießig sein kann. Aber anscheinend stimmt da doch eher der Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich werde die beiden auf jeden Fall mal beobachten. Speaking of Yoshino, bei ihr und Weber scheint es wohl irgendwie ein bisschen zu bröckeln. Ich weiß nicht, ob die beiden gestritten haben. Ich weiß nicht, was genau vorgefallen ist. Jedenfalls kam ich auf meine Insel zurück und das Erste, was ich sah, war Weber, der die Insel verlassen wollte. Ich konnte ihn natürlich zum Glück noch davon überzeugen, doch zu bleiben. Aber ich war schon etwas worried und bin auch immer noch besorgt, was wohl bei den beiden passiert sein soll. Weil Weber so stark an seinen Gewohnheiten festhält, dass er eigentlich der Letzte gewesen wäre, der die Insel verlässt. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt gewesen. Genauso verwirrt, wie ich hier war, als ich auf einmal zu Garrett zurückkommen wollte und er nicht da war. Natürlich habe ich ihn dann als erstes überall in der Nähe gesucht und habe vor allem den Park durchsucht. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, einfach wieder zurückzugehen und auf ihn zu warten. Und auf einmal war einfach wieder da. Er hat sich natürlich sehr darüber gefreut, dass ich das Geschenk zu Annette gebracht habe und sich erkundigt, ob sie wirklich böse auf ihn war, was sie natürlich nicht ist. Ich meine, es ist Annette, sie ist so wahnsinnig friedfertig, sie könnte nie böse auf jemanden sein. Nicht mal auf eine Mücke, die sie sticht. Es ist Annette, wie gesagt. Und als nächstes bin ich dann einfach zum Misuzu gegangen und war direkt positiv davon überrascht, dass ihr kleiner Bruder Barry ihr endlich mal einen Besuch abstattet. Ihr müsst wissen, Barry und sein Kumpel Roland haben eigentlich ständig nur Blödsinn im Kopf und jeder muss den beiden hinterherräumen. Vor allem die gute Misuzu, die als große Schwester dieser Aufgabe natürlich am nächsten kommt. Deswegen habe ich mich gefreut, dass Barry endlich mal zu seiner großen Schwester geht und sie wahrscheinlich um Rat fragt. Ich hoffe, sie hat ihm ein bisschen die Augen öffnen können, was seinen Blödsinn im Kopf anbelangt manchmal. Tja, ich bin nie in den Genuss gekommen, die Rolle der großen Schwester zu haben, weil ich immer nur die kleine Schwester war. Aber ich freue mich riesig, dass Barry seine große Schwester wohl immer um Rat fragen kann und die beiden eine tolle Beziehung zueinander haben. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass auch Misuzu mir eine Aufgabe gegeben hat. Für sie sollte ich ein Insekt fangen, das auf einer Blume verweilt. Da musste ich natürlich als erstes daran denken, zu meinem großen Blumenfeld zu gehen. Das ist nämlich das Blumenfeld vor Polundas Haus. Leider habe ich da überhaupt kein Insekt auf einer Pflanze finden können. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach Polunda mal schnell einen Besuch abzustatten. Und der hat sich doch gelohnt, denn sie hat gerade gekocht und mir ein tolles Rezept gegeben. Polunda ist auch noch ein relativ neuer Bewohner auf meiner Insel und ich habe das Gefühl, sie hat sich in den Rest der Gesellschaft noch nicht so ganz integriert. Sie ist auch eine sehr schwungvolle Persönlichkeit und redet ständig davon, Popstar werden zu wollen, aber wahrscheinlich kommt das bei den anderen nicht ganz so gut an. Yoshino bringt das einfach mehr mit Charme rüber.
Egal, ich habe mich weiter auf die Suche gemacht nach Insekten, die auf Blumen sitzen und ich habe irgendwie wirklich keine gefunden. Wen ich gefunden habe, war allerdings Gunnar und der hat sich wie immer sehr gefreut, mich zu sehen. Ich freue mich auch immer sehr, Gunnar zu sehen. Wir sehen mal jetzt ganz von der Tatsache ab, dass er mitten in der Nacht gefühlt Sport treibt. Immerhin scheint Weber ja dasselbe zu machen, den ich direkt danach getroffen habe. Vielleicht hat der Streit oder die Trennung mit Yoshino bewirkt, dass er sich mehr in die Gesellschaft in Magic Woods integriert hat, denn er hat über mich gehört, dass ich ein Händchen in Sachen Singen habe. Also muss er ja mit irgendwelchen anderen Bewohnern gesprochen haben. Das freut mich für den introvertierten Weber. Hier mache ich mich also wieder auf die Suche nach Insekten, die auf Blumen verweilen. Ich habe echt ein Problem damit, weil ich habe viele Blumen, aber ich habe kein einziges Insekt auf einer Blume bisher gesehen. Deswegen mache ich mir das Ganze gleich zunutze, indem ich den Weg gehe, der mich zu Rolands Haus führt. Denn Roland ist einer der wenigen Bewohner, mit dem ich heute noch gar nicht gesprochen habe. Er ist unser einziger sportlicher Bewohner auf der Insel und ich habe das Gefühl, er ist irgendwie nicht so sportlich, wie er tut. Oftmals faulenzt er eher und bezeichnet es dann als Sport. Und hier stelle ich schockierenderweise fest, dass er gar nicht da ist. Da ich auf meiner Insektensuche allerdings schon einmal die gesamte Insel durchkämmt habe, habe ich es jetzt nicht direkt darauf angelegt, ihn nochmal zu suchen. Wenn ich ihm nochmal über den Weg laufe, dann sehe ich ihn und wenn nicht, dann muss ich wohl morgen mit ihm reden. Also statte ich erstmal der guten Lilly einen Besuch ab. Sie ist immer so süß und hilfsbereit, ähnlich wie Annette. Die beiden haben eben den Charakter ausgeglichen und sind wahnsinnig höflich und ja, wollen einem immer was zu essen anbieten. Meiner Suche nach dem Insekt für Misozu bin ich dann langsam leid geworden, deswegen bin ich in mein Lager gegangen und habe nachgesehen, ob ich eventuell noch ein Insekt haben könnte, was auf Blumen verweilt. Und ich bin auf Schmetterlinge gestoßen, die verweilen ja auch auf Blumen. Bevor ich hier den ausgewählten Ritterfalter allerdings geben würde, wollte ich nochmal in den Laden gucken gehen, ob die irgendwas Schönes, Besonderes in ihrem Sortiment heute haben. Leider haben sie nichts, was ich nicht schon habe. Deswegen bin ich wieder gegangen und habe nochmal ganz nett Danke gesagt bekommen für gar nichts. Aber okay, soll mir recht sein. Ich meine, wir wollen es ja schätzen, wenn Leute nett zu uns sind. Deswegen, ja, danke fürs Danke sagen, Nooks Cranny. Auf jeden Fall habe ich mich dann direkt zu Misozu begeben und wollte ihr voller Stolz den Schmetterling überreichen und dann sehe ich, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass sie den Schmetterling nicht annehmen möchte. Und ich frage mich, warum sie mir das antut. Glücklicherweise ist mir dann doch ein Insekt vor die Nase gekommen, wie man es hier links im Bildschirm sieht. Ja, es ist eine Stinkwanze. Ich hätte mir mehr erhofft, ich hätte eigentlich wirklich gerne einen Schmetterling an Misozu zugegeben, weil eine Stinkwanze passt nicht ganz so sehr zu ihrem, ja, Flair, würde ich mal sagen. Aber sie hat sich somehow sehr darüber gefreut und deswegen freue ich mich mit ihr. Sie hat mir sogar ein kleines Dankeschön dafür überreicht und zwar eine Blumenhaarspange. Sie hat so einen tollen Stil und es tut mir so leid, dass eine Stinkwanze mit einer wunderschönen Blumenspange beglichen werden muss. Aber naja, so ist das nun mal. Ich habe dann draußen noch mal kurz auf meine Karte geguckt, ob ich denn wirklich alle Bewohner heute abgeklappert habe und leider ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr auf Roland und auch nicht mehr auf Yoshino getroffen bin. Deswegen werde ich mit den beiden dann morgen reden. Da ich aber für heute meine Aufgaben so weit erfüllt habe, gönne ich mir jetzt im Museum, genau genommen im Café Taubenschlag, einen Kaffee zum Mitnehmen und beende noch meine Shoppingtour. Aber gönnt euch zuerst die cozy, entspannende Kaffee-Animation. Viel Spaß! So, das war's mit dem entspannten Teil vorerst. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Schneiderei und gucken, ob es da coole Outfits heute gibt. Und ich weiß nicht, was mit meinem Inselpack los ist, aber heute gibt es einfach keine coolen Sachen. Weder in Nooks Cranny noch in der Schneiderei. Deswegen habe ich es einfach so gemacht, wie ich es typischerweise in jedem H&M-Store mache. Ich probiere einfach 10 Milliarden Sachen an, sehe dann am Ende irgendwie ganz weird und komisch aus. Ja,
Dieses wunderschöne Outfit ist dabei heute rausgekommen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es so lustig aussieht. Und springe mit Freuden wieder in mein altes Autumn Day Outfit, was ich selbst designt habe und auf das ich sehr stolz bin, was irgendwie ein bisschen seltsam ist. Aber egal. Also machen wir uns auf in mein kleines Café am Abend und rüsten unseren wundervoll gekauften Kaffee aus, den wir jetzt trinken, während wir die Sterne genießen. Und da ist Garrett nochmal. Alles in allem war das doch wieder ein lustiger Tag auf meiner Insel Magic Woods und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch mal wieder mitzunehmen und mit euch zu quatschen. Wenn euch das auch so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst doch gerne ein Like da und kommentiert wie immer eure Meinung dazu. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.